Sie können es gar nicht erwarten und stehen schon kurz vor Öffnungszeit vor der Barlieber Bibliothek. Denn in dieser Woche ist wieder einmal Bücherflohmarkt. Auf großen Tischen sind Dutzende von Büchern, Videokassetten und DVDs aufgereiht und warten auf neue Interessenten. Ganz egal was, jedes Stück kostet nur einen Euro. Es sind keine Bibliotheksbestände, es sind Schenkungen durch teilweise Haushaltsauflösungen beziehungsweise Leute, die halt einfach immer wieder sich neue Bücher kaufen und das Bücherregal zu Hause voll haben und dann gesagt haben, bevor sie die jetzt wegschmeißen oder die sich einstauben, kann man die für andere Leute nochmal anbieten. Also schlagen die ersten schon richtig zu, denn für einen Euro kann man hier so manches Schnäppchen machen. Der Erlös aus dem gesamten Bücherflohmarkt fließt in die Kasse der Bibliothek, das heißt also geht rüber in die Gemeinde und dann kann ich davon neue Bücher für die Bibliothek kaufen. Die Angebote auf dem Bücherflohmarkt sind so breit gefächert wie das Angebot auf dem Büchermarkt. Aber es gibt auch diesmal wieder Schwerpunkte. Diesmal haben wir ganz viele Liebesromane und auch ganz viel so Science-Fiction, also alles so in die Fantasy-Richtung, ganz, ganz viel dabei. Also wirklich auch ganze Reihen von Büchern, falls dem einen oder anderen noch eins fehlt aus der Reihe oder so. Ansonsten haben wir immer viel Krimis. Da könnte es aber sein, dass der eine oder andere Titel noch auf das Auspacken aus den Transportkisten wartet. Denn es liegt noch nicht alles auf dem Tisch. Also wir packen jeden Abend neu raus. So, dass wir dann immer die Lücken ein bisschen auffüllen, gucken, was wir Schönes dabei haben. Und dass immer mal für die Leute, die im Laufe der Woche kommen, was Schönes dabei ist. Natürlich. Wie lange geht die ganze Geschichte noch? Also von Montag bis Freitag. Mittwoch ist die Bibliothek geschlossen, ansonsten zu den üblichen Öffnungszeiten. So kann es sich also lohnen, in dieser Woche in der Bibliothek Barleben vorbeizuschauen. Und was man nicht für einen Euro kaufen kann, kann man bestimmt als Nutzer der Bibliothek auch ausleihen.